Das Gilman Hotel. Die Dächer konntest du schon beim Weiten erkennen und nach einem längeren Fußmarsch steht es jetzt in voller Pracht vor dir. Das Gilman Hotel. Zumindest kann man sich sehr gut vorstellen, dass es einst ein prachtvoller Bau gewesen sein muss. Das Hotel gleicht einem altenglischen Landadelsanwesen, wie du sie aus deinen Fernsehmarathons kennst. In seinem jetzigen Zustand würde es jedoch eher als Schauplatz für einen sehr vorhersehbaren Film über Teenager und Kettensägenmörder dienen. Wilde und zum Teil verdorrte Efeuranken haben das Gemäuer fest im Griff und verschleiern den Blick auf die detailreiche, verzierte Fassade. Eine Galerie von Wasserspeiern säumt die Dächer, von sauren Regen und sauren Taubenkot in unwirkliche Formen geschmolzen. Die vielen Fenstergläser wurden anscheinend jahrelang vernachlässigt. Nur hier und da hat man ein kleines Sichtfenster notdürftig freigewischt. Auf dem Parkplatz stehen zwei Wagen. Ein Oldtimer mit großflächigen Rostflecken und ein großer grauer Van. Die Art von Van, vor der du als Kind immer gewarnt worden bist. Die Wagen inspizieren, um das Hotel spazieren, Richtung Haupteingang. Ja, wir sind neugierig. Den Wagen inspizieren. Du schaust dich noch einmal um sicherzugehen, dass die Wagenbesitzer nicht mit geladenen Schrotflinten auf der Lauer liegen. Die Luft ist rein. Du schlenderst erst zum Oldtimer. Von Autos verstehst du nicht sonderlich viel, aber der Wagen sieht jedenfalls antik aus. Die beiden Sitze im Inneren sind mit sauberem weißem Leder überzogen. Ein bisschen protzig. Du lässt von dem Oldtimer ab und wendest deine Aufmerksamkeit dem Van zu. Keine Aufschrift, ein nichtssagendes Nummernschild. Die Scheiben der Fahrerkabine sind geschwärzt. Moment mal, dir blitzt ein Gedanke auf. Ist das vielleicht der Van, dessen Besitzer die arme kleine Tabitha in den dunklen Laderaum gezogen hat? Der sie mit Bonbons, Lollis überlistet und ins Verderben gelockt hat? Das klingt, nach totalem Blödsinn. Schlagartig fällt dir auf, wie absurd deine Geschichte klingt. Vielleicht könntest du diesen Fall ja tatsächlich lösen, wenn du mehr echte Detektivarbeit leisten und weniger auf Parkplätzen herumspazieren würdest. Verstohlen siehst du dich auf dem Gelände um. Nachdem du ein weiteres Mal den Oldtimer bewundert hast, gehst du zum Hotel zurück. Du hoffst, dass man sich um die Inneneinrichtung besser kümmert, doch die Enttäuschung folgt alsbald. Die haushohe massive Holztür ist schwer zu öffnen. Gehört so etwas nicht zu den Pflichten des Personals? Mit lauten Knarzen der Scharniere und angestrengten Keuchen deinerseits stemmst du die Tür auf und betrittst das Foyer des Gilman Hotels. Ob Gäste überhaupt willkommen sind? Der Raum ist spärlich beleuchtet. Dabei hängen an der Decke beeindruckende Kronleuchter, die, wenn sie denn in Betrieb wären, der herrschaftlichen Halle zwar nicht ihre ursprüngliche Schönheit, doch wenigstens mehr Wärme verleihen würden. Deine ersten Schritte verraten dir, dass sich unter den faustdicken Teppich morsche Dielen verstecken. Die grünen Wandvertäfelungen und Tapeten wirken auf den ersten Blick genauso morsch und modrig wie die Dielen. Fast schon nass. In diesem schimmeligen Loch checke ich nicht ein zur Rezeption. ich denke mal. Wir müssen trotzdem. Es ist das einzige Hotel. Okay. Bevor du dich von dem fragwürdigen Interieur und aufkommenden Gesundheitsfragen ablenken lässt, gehst du zielstrebig in Richtung Rezeption. Hinter dem Tresen steht eine kleine grünliche Gestalt. Die laut summende Deckenlampe über dir strahlt die Silhouette gleißend hell an und verleiht dem Gesicht harte Kanten. Du könntest problemlos jedes Staubkorn und jede Schuppe auf dem dunkelgrünen Samtrevers und den krummen Schultern zählen. Vielleicht wäre es doch nicht so verkehrt, hier überall das Licht zu dimmen. Die verstaubte Figur lächelt dich an. Oder grinst sie etwa? Das Gesicht des Mannes beunruhigt dich. Du neigst dich schräg nach vorne, um ihn besser mustern zu können. Seine Mundwinkel reichen bis an seine vertrockneten Ohren. Wie angetackert. Seine Knopfaugen liegen tief in den Höhlen und schielen in entgegengesetzte Richtungen. Hat er überhaupt einmal geblinzelt? Und obendrein riecht er auch noch merkwürdig. Sie wünschen? Du erschrickst und weist einen Schritt zurück. Willkommen im Gilman Hotel. Mein Name ist Cornelius Gilman III. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Der Blick des Mannes bleibt unverändert. Dieses unnatürliche Lächeln wirkt immer noch wie gemeißelt. Kaum zu glauben, dass er so sprechen kann.
Eben noch hätte er genauso gut eine Puppe sein können. So wie jetzt auch, wenn er nicht spricht. Was zur Hölle ist mit ihrem Gesicht? Sie haben wunderschöne Augen. Ich hätte gern ein Zimmer. Ach ja. Ach. Ja, also eigentlich wollen wir ein Zimmer. Aber wir können auch mal ein bisschen Schabernack treiben. Komm. Sie haben wunderschöne Augen. Sie haben wunderschöne Augen. Hauchst du und lehnst dabei mit den Ellbogen über den Tresen. Heute Abend schon was vor? Ja, erwidert der Concierge. Da spielt jemand schwer zu kriegen. Doch das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Schweren Herzens stößt du dich vom Tresen ab. Ich hätte gerne ein Zimmer. Setzt du an und verkneifst du den Zusatz in einem anderen Hotel. Wunderbar. Das Leben im Hotel ist hoch erfreut, Sie als Gast beherbergen zu dürfen. Darf ich Sie fragen, ob es Sie geschäftlich oder zum Vergnügen nach Innsmouth zieht? Wie lange beehren Sie uns? Möchten Sie ein Zimmer mit Blick zum Strand oder die Skyline unseres aufregenden Städtchens genießen? Wann möchten Sie geweckt werden? Haben Sie einen sehr tiefen Schlaf? Sind Sie allein angereist? Haben Sie Familie? Wer weiß, dass Sie hier sind? Darf ich Sie für unser Spa-, Sport- und Wellness-Angebot begeistern? Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren? Wie lange können Sie die Luft anhalten? Ja, wie lange kann ich die Luft anhalten? Witzige Geschichte. Seit meiner Kindheit kann ich unter Wasser atmen, alle Fragen beantworten. Muriel schickt mich. Tja, da sage ich doch mal, ich beantworte alle Fragen. Du machst ein Häkchen neben geschäftlich zum Vergnügen. Knickknack. Kein Kästchen schreibst, dann geht sie nichts an. Ja. Zum Vergnügen. Knickknack. Wie lange wehren sie uns? Ja, ungefähr eine Woche. Länger als eine Nacht halte ich es hier bestimmt nicht aus, solange es sein muss. Ich bleib mal ein bisschen unverfänglich. Solange es sein muss. Bevorzugte Lage. Blick auf Strand. Du schreibst Blick auf ihr Zimmer. Knickknack. Blick auf die Stadt. Oh, schön. Na, aber komm, Blick auf den Strand. Wünschen Sie einen Weckservice. Punkt 6. Ich schlafe nie. Nein, verdammt. Ja, da sage ich doch mal. Ich schlafe nie. Haben Sie einen tiefen Schlaf? Seltsame Frage. So tief wie meine Empfinden für Sie. Ich schlafe nie. Und ich lasse mich nicht so schnell aus dem Schlaf bringen. Ja, da bleibe ich einfach, ich schlafe nie. Sind Sie alleine angereist? Ich bin immer alleine. Vielleicht bin ich heute Nacht nicht alleine, Knickknack. Ja, komm. Ne? Haben Sie Familie? Meine Familie geht Sie nichts an. Ich wünsche mir so sehr, eine Familie zu gründen und ich habe da einen Goldfisch namens L. Jawohl, komm. Also schon allein für diesen Namen, L, ja, als großer, schrecklich nette Familie-Fan. Muss es diese Antwort sein. Wer weiß, dass Sie hier sind? Niemand weiß, dass ich hier bin. Elle weiß Bescheid. Warum fragen Sie mich das? Natürlich weiß mein Goldfisch Bescheid. Elle weiß Bescheid. Darf ich Sie für unser Spa-, Sport- und Wellness-Angebot begeistern? Ja, bitte. Nein, verdammt. Gehen Sie auch gerne in die Sauna. Oh, schön, 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 schön. Ja, komm. Ja, lass Sie mich begeistern. Wollen Sie unseren Newsletter abonnieren? Ich will keinen Newsletter abonnieren. Nein, nein, nein. Oder ich werde jeden töten, der mir noch einmal mit einem Newsletter-Abo um die Ecke kommt. Ja, wir sagen mal nein, nein, nein. Wie lange können Sie die Luft anhalten? 30 Sekunden, 10 Minuten, witzige Geschichte. Seit meiner Kindheit kann ich unter Wasser atmen. Ja. War's das jetzt? Kann ich auf mein Zimmer? Der Concierge hat während unseres Gesprächs bislang nicht einmal die Miene verzogen, geschweige denn geblinzelt. Vielen Dank, das war alles, was ich wissen muss. Sie müssen nur noch hier unterschreiben. Er neigt seinen eckigen Kopf zum Gästebuch. Ungeduldig unterschreibst du mit dem Namen J. Doe, schön. XXX Noobslayer 555. Geil, mit deinem echten Namen unterschreiben. Ja, komm, Noobslayer, was ist los? Leider sind wir die... Großartig. Leider sind wir diese Saison fast ausgebucht.
Es ist nur noch ein Zimmer frei. Hier, Ihr Schlüssel für Zimmer 666. Angenehmen Aufenthalt. Du schaust zuerst auf den Schlüssel, der wie von Zaubern plötzlich auf dem Tresen liegt. Dann an Gilman vorbei, an die Wand, wo zahlreiche weitere Schlüssel hängen. Was jetzt? Deine Suche nach Tabitha fortsetzen, dein Zimmer aufsuchen, Wellnessangebot buchen. Ja, da sagen wir doch. Ja, wir werden mal erstmal unser Zimmer aufsuchen. Dein Blick fährt über die Etagenübersicht, die in eine goldene Tafel eingraviert ist. Zimmer 666, da steht es. Dritte Etage, linker Flügel. Während du die Treppe zu den oberen Stockwerken hinaufschreitest, kannst du den Blick des Concierges auf deinem Hinterkopf erahnen. Schnaufend reißt du endlich deine Etage. Ein fast endloser Korridor erstreckt sich vor dir. Am anderen Ende erkennst du eine Gestalt, die ebenso verloren in den Gang blickt wie du. Hat das Gebäude von außen nicht weitaus kleiner ausgesehen? Als du den Korridor entlang spazierst, fällt dir auf, dass dir dein Gegenüber entgegenkommt. Dein Gehirn beginnt bereits, sich auf belanglosen Hotel-Smalltalk zu kalibrieren. Doch halt, das bist ja du. Nach einem längeren Gang stehst du vor einem Spiegel. Deswegen also schien der Korridor so endlos. Der Spiegel markiert eine Gabelung. Den Raumnummern zufolge sollten sich dein Zimmer jetzt weiter links befinden. In dem rechten Korridor steht ein kleines gelbes Warnschild auf dem Flur. Renovierungsarbeiten. What you wanna do? Zu deinem Zimmer gehen? Im rechten Flügel herumspazieren? Ja, wir sind neugierig. Natürlich werden wir im rechten Flügel herumspazieren. Ach, wo du schon mal hier bist. Du schlenderst in den rechten Gang. Der Gang biegt noch um mehrere Ecken und führt dich über verschlungene Pfade weiter durchs Gebäude. Gerade als du dich zu fragen beginnst, was du hier eigentlich machst, spürst du, wie du auf etwas Hartes trittst. Ein klackendes Geräusch lässt dich abrupt anhalten. Du kniest nieder, um das Glänzen etwas näher in Augenschein zu nehmen. Es ist dein Schlüsselbund. An einem Ring hängen mehrere Schlüssel, darunter ein Hotelschlüssel, der die exakt selbe geschwungene Form wie deiner aufweist. Und ein breiter Autoschlüssel mit schwarzer Plastikkappe. Hat wohl jemand fallen lassen. Den Boden näher untersuchen, nach dem dazugehörigen Zimmer suchen, einchecken und dein eigenes Zimmer suchen. Na, wir checken mal kurz den Boden noch. Es ist kaum verwunderlich, dass der Schlüsselbund nicht vorher gefunden worden ist. Das rot-gelb-schwarze Muster des Flurteppichs bietet eine perfekte Camouflage. Der Bund scheint jedoch das einzige zu sein, was hier fallen gelassen wurde. Zumindest kannst du nichts mehr entdecken. Nach dem dazugehörigen Zimmer suchen, ja, einstecken und dann ein Zimmer suchen. Na, wir suchen natürlich das passende Zimmer dazu. Auf dem Hotelschlüssel ist die Nummer 237 eingraviert. Dabei handelt es sich praktischerweise um die Tür, vor der du gerade stehst. Wenn alle deine Fälle nur so einfach zu lösen wären. Du könntest den Schlüssel nun dem Gast zurückgeben und herzlich mit ihm über diesen dummen Vorfall lachen. Oder falls er nicht da ist, durch sein Zimmer spazieren. Naja, klopfen, Tür aufschließen. Na, wir sind mal erstmal höflich. Vielleicht sind wir ja nicht allein. Wir klopfen. Um den Gast nicht völlig zu überrumpeln, entscheidest du dich erst einmal zu klopfen. Entweder sind die massiven alten Holztüren hier schalldicht, oder es ist niemand da. Auch nach einem zweiten Versuch öffnet niemand die Tür. Aufschließen, Schlüssel einstecken und dann ein Zimmer suchen, dann schließen wir die Tür auf. Eigeninitiative ist einer deiner herausragenden Eigenschaften. Daher wartest du nicht länger und schließt die Tür auf. Im Geiste gehst du noch Ausreden durch für den Fall, dass doch jemand im Zimmer ist. Doch nur ein Blick in den Raum reicht, um diese Sorge zu zerstreuen. Die Wohnung ist abgedunkelt. Nicht durch Rollläden. Tatsächlich scheinen die Fenster dieses Hotels gar nicht erst damit ausgestattet zu sein. Nein, stattdessen sind alle Fensterflächen durch mehrere Schichten von Zeitungsausschnitten zugepflastert. Hat ein paranoider FBI-Agent hier übernachtet? Der Geruch von etwas, das so lange in der Sonne lag, macht sich in deiner Nase breit. Fremdes Zimmer betreten, raus hier. Wir betreten das Zimmer. Die Umstände haben dich nur umso neugieriger gemacht. Du betätigst den Lichtschalter und schließt die Tür leise hinter dir.
Zwei der drei Deckenlampen sind ausgebrannt. Die verbliebene Glühbirne gibt flackernd ihr Bestes. Mit jedem Schritt lösen sich deine Schuhe mit einem schmatzenden Geräusch vom Dielenboden. Du möchtest gar nicht erst wissen, was am Boden klebt. So ein Saustall. Eingedellte Dosen liegen verstreut auf dem Boden. Die vielen verteilten Zettel auf dem Boden verleihen dem Zimmer die Atmosphäre einer Schneelandschaft. Nur, dass nicht so widerlich stinken. Neben dem Bett wurde ein Stapel ihrer Plastikschachteln aufgetürmt, um die sich eine Schar Fliegen streitet. Eine Wand ist vollgepflastert mit Zeitungsausschnitten, Zetteln und Fotos. Wer auch immer hier wohnt, hat keine Mühen gescheut, ein komplexes Geflecht an Orten, Namen und Geschehnissen zu kreieren. Bunte Fäden verbinden fast alle angepinnten Zettel miteinander. Starrst du auf das Lebenswerk eines Verschwörungstheoretikers? Du schlenderst durch den Raum, öffnest hier und da die Schubladen, doch alle Schränke sind leer. Ein paar Kleidungsstücke liegen auf dem Boden verteilt. Im ersten Moment bist du dir nicht ganz sicher, ob sie einer Frau oder einem Mann gehören. Die Hemden sind zweckmäßig schlicht, doch eng geschnitten. Dann entdeckst du ein BH. Interessant. Du siehst dich um. Die Wände näher betrachten, das Bad betreten, ein paar Zettel einstecken, raus hier. Na, dann gehen wir mal erstmal ins Bad. Du klopfst an der Tür und kündigst dich laut an. Es scheint tatsächlich niemand da zu sein. Glück gehabt. Schwer zu sagen, welches Gesprächsthema unangenehmer wäre. Das deine Anwesenheit oder der Saustall da draußen. Du betätigst den Lichtschalter. Unter dem flimmernden Schein einer alten Glühbirne betrittst du das Bad. Die Luft ist kalt und feucht. Die Wanne ist bis zum Rand gefüllt mit Wasser. Kosmetikartikel liegen achtlos im Waschbecken verstreut. Und jetzt? Die Badewanne untersuchen, das Waschbecken näher anschauen, das Bad verlassen. Na, wir werfen erstmal einen Blick auf die ekelhaften Lippenstifte. Am Waschbecken liegen allerlei Hygieneprodukte verteilt. Das sind jedenfalls mehr, als du dabei hast. Da hat sich zweifellos jemand für einen längeren Besuch eingerichtet. Und jetzt? Die Badewanne untersuchen, das Bad verlassen. Na, wir werfen noch einen Blick in die Wanne. Und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich an keiner Wanne vorbeigehen kann in einem Horror-Let's Play. Deshalb, check out die Wanne. Es ist nicht so, als ob jemand gebadet hätte. Das Wasser ist sauber und klar. Eine Flasche Shampoo und Duschgel warten auf einem Hocker bereitgestellt. Die Kappen sind jedoch beide verschlossen. Du tunkst die Hand ins Wasser. Es ist eiskalt. Der Dreck und die nicht weggeräumten halbvollen Fertiggerichte waren schon ein Hinweis. Nun aber besteht kein Zweifel mehr. Wer immer hier übernachtete, nein, gewohnt hatte, muss das Zimmer überraschend und aus heiterem Himmel verlassen haben. Und jetzt das Bad verlassen. Es gibt noch genug zu tun und die Zeit rennt dir davon. Du verlässt das Bad und überlegst, wo du nach weiteren Spuren suchen könntest. Du siehst dich um. Die Wände näher betrachten, ein paar Zettel einstecken, raus hier. Na, dann betrachten wir uns die Wände mal. Fotos bekannter Gebäude wurden auf die Karte geklebt. Ein Totenkopf wurde über die Gegend gekritzelt, die du als Stadtzentrum erkennst. Eine seltsame Wahl. Treiben sich dort nicht bloß Touristen rum? Ein paar weitere Totenköpfe wurden vereinzelt in regelmäßigen Abständen neben Wohnblöcken gezeichnet. In der Hafengegend, in der sich auch die Dorfkirche befindet, steht Kult geschrieben. Der Leuchtturm ist wild eingekreist. Gleich zwei Ausrufezeichen wurden wild neben dessen Position in die Karte geritzt. Dein Blick schweift über die Fotos, die hier und da mal auf die Tapete, mal auf die Stadtkarte gepinnt wurden. Dein Magen zieht sich zu einem Klumpen zusammen, als dir Dahlia Marsh ihr eisiges Lächeln von einem Zeitungsausschnitt zuwirft. Der Textteil fehlt dummerweise. Zu gern wusstest du, warum ihr Bild in einer Zeitung war. Die dazugehörige Zeitung wurde offenbar längst entsorgt. Außer Müll und weißen Papierfetzen findest du keine Spur. Verflucht. Immer dieses unbedachte Handeln von Menschen, die glauben, niemand sonst würde ihr Paranoia wann zu sehen bekommen. Du siehst dich um, ein paar Zettel einstecken, raus hier. Na, ich steck mal noch ein paar Zettel ein. Du greifst dir einen der vielen Zettel, die auf der Kommode liegen. Vorsichtig entfaltest du das zerknitterte Papier. Bemüht es nicht zu zerreißen und die Schrift damit unkenntlich zu machen. Ein Polaroid-Foto purzelt heraus. Es wurde wohl zwischen den Seiten aufbewahrt. Du hebst es auf und bist selbst nicht sicher, was du erwartet hast. Aber sicher nicht das. Es ist Tabitha Marsh.
Es ist nicht nur Tabitha Marsh. Es ist das exakt selbe Polaroid-Foto, das sich in deinem Besitz befindet. Hastig kramst du in deiner Manteltasche. Du legst die beiden Fotos auf dem Bett nebeneinander. Tatsächlich. Die Bilder sind identisch. Ist so etwas bei Polaroid-Bildern überhaupt möglich? Auf der Rückseite des Fotos steht in feiner Handschrift Dahlias Adresse geschrieben. Wer auch immer diesen Van gefahren hat, muss ebenfalls nach Tabitha gesucht haben. Ob dies dein Vorgänger war? Ein Privatdetektiv, der die Flinte ins Korn geworfen hat? Fast hast du den Zettel schon vergessen, in den das Polaroid gelegen hat. Du erkennst die Handschrift. Es ist die gleiche, die die Adresse notiert hat. Die Nacht war unglaublich. Das mussten wir wiederholen. Dahlias Handschrift. Du setzt dich aufs Bett, den Zettel noch immer vor Augen. Dein detektivischer Spürsinn meldet sich. Er liegt den Tag über meistens verkatert in der Ecke deines Unterbewusstseins, doch jetzt ist er da und er ist wach. Wenn Dahlia diesen Detektiv noch vor dir beauftragt hat, muss das vor wenigen Tagen gewesen sein. Tabitha muss erst vor einem oder zwei Tagen vermisst worden sein. Und ihre Mutter hat gleich mit dem ersten Ermittler geflirtet. Der hat sie auch schöne Augen gemacht, meldet sich dein Unterbewusstsein. Offensichtlich hast du keinen so guten Eindruck auf sie gemacht wie dein Vorgänger. Du siehst dich um. Raus hier. Es reicht, du hast genug gesehen. Mit bemüht leisen Schritten durchquerst du den Hindernisparcours, den die vielen Zettelklamotten und verknüllten Aluminiumbällchen darstellen, und verlässt den Raum. Der Schlüsselbund landet klackernd in deiner Manteltasche. Du kannst dir später noch überlegen, was du damit anstellst. Ein paar Schritte und zwei weitere verwirrende Spiegelgabelungen später hast du die Nummer 666 erreicht. Halleluja. Jetzt kannst du dein Kram loswerden und kurz die Augen ausruhen. Das Türschloss lässt sich natürlich nicht ohne weiteres öffnen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Du drehst den Schlüssel ein paar Mal chaotisch im Schloss hin und her, bis ein Klicken Erfolg signalisiert. Eine einlullende Wärme kommt dir entgegen, als du das Zimmer betrittst. Die Synapsen in deinem Gehirn wechseln in den Energiesparmodus. Die Reise nach Innsmouth hat dich wohl mehr mitgenommen, als du gedacht hast. Den Rest des Zimmers nimmst du kaum noch wahr. Ein Blick auf das Bett erweckt in dir die Sehnsucht, das einmal kurz auszuprobieren, ausruhen oder auspacken. Nein, wir sind ordentlich, wir packen erst aus. Richtig, du hast ja noch etwas vor. Ein kleines Mädchen wartet darauf, gefunden zu werden. Und ein Finderlohn wartet darauf, das Konto zu wechseln. Erst als du entschlossen zum Kleiderschrank marschierst, fällt dir ein, dass du gar nichts zum Auspacken besitzt. Nachdem dein Aktenkoffer auf mysteriöse Weise verschwunden ist, bleibt dir nur noch eine notdürftige Überlebensausrüstung. Eine Zahnbürste und Reisefläschchen diverse Pflegeprodukte, die du in morgendlicher Eile in deine Manteltasche gestopft hattest. Du gehst ins Bad und verteilst deine Schätze auf dem Waschbecken. Eine Handvoll eiskaltes Wasser reicht, um dich wieder wach zu kriegen. Ein Glück, dass du dich nicht gleich aufs Bett gelegt hast. Du wärst vermutlich eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Jetzt, da du dich ein wenig erfrischt fühlst, verlässt du das Badezimmer und siehst dich in deinem kleinen Reich um. Deine Unterkunft ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Das Bett wird flankiert von einer Kommode, am Fenster steht ein mit geschwungenen Ornamenten verzierter Schreibtisch und neben der Tür zum Bad erstreckt sich ein riesiger, massiver, dunkler Kleiderschrank bis an die Zimmerdecke. Über eine gelbliche Tapete mit floralem Motiv, die sich an einigen Stellen von den Wänden löst, dekorieren klassische Gemälde mit aufwendig verzierten Rahmen das Zimmer. Was willst du jetzt tun? Das Fenster öffnen, die Bilder näher betrachten, das Zimmer verlassen. Na, wir gucken uns mal erstmal die wunderschöne Barbrosskunst hier an. Da man diesem Zimmer keinen Fernseher spendiert hat, musst du dich wohl mit klassischer Kunst unterhalten. Das erste Bild zeigt ein Schiff auf stürmischer See. Das Motiv kommt dir bekannt vor. Ein hübsches Spiel mit Wolken, Licht und Wellen, die am Bug des Schiffes brechen. Halb verborgen ist im Hintergrund ein kleiner Lichtpunkt zu sehen. Du musst die Augen zusammenkneifen und etwas näher kommen, um einen Leuchtturm zu erkennen. Sogar eine Stadt ist angedeutet. Könnte das Innsmouth sein?
Du wendest dich dem nächsten Bild zu und machst gleich einen unwillkürlichen Schritt zurück. Du blickst auf einen griesgrämigen, wettergegerbten Mann, die Inkarnation eines Seemanns, komplett mit Kapitänsmütze, strengen grauen Bart und dicken schwarzen Mantelkragen. Der Maler dieses Werkes hat keine vorteilhafte Seitenperspektive gewählt, sondern die frontale. Der Kopf leicht erhoben, scheint der stechende Blick des Mannes auf etwas in weiter Ferne gerichtet zu sein. Ein kleiner Lichtfunke ertrinkt förmlich in seinen finsteren Augen. Eine seltsame Wahl für Hotelzimmerdekoration. Das dritte und letzte Bild hängt an der anliegenden Wand. Eine Idylle am Strand an einem ruhigen Tag am Meer. Ein Liebespaar hat den Betrachter in den Rücken zugewandt. Er in einem weißen Hemd, sie in einem gelben Kleid. Die beiden liegen umschlungen auf einer Sanddüne und blicken dem Horizont entgegen. Ein Gefühl von tiefer Ruhe erfüllt dich bei diesem Anblick. Was willst du jetzt tun? Du kannst heute Abend unmöglich in diesen einschläfernden Mief zurückkehren. Zumindest ein Fenster solltest du öffnen, damit etwas frische Luft in den Raum kommt. Das Fensterschloss ist eine unnötige, komplizierte Kurbel, an der du eine Weile planlos herumdrehst, bis du verstanden hast, wie der Mechanismus funktioniert. Tja, was willst du jetzt tun? Das Zimmer verlassen. Du bist nun einigermaßen erfrischt und fühlst dich bereit, der Stadt wieder gegenüberzutreten. Nur mit deinem Geldbeutel, dem Handy und dem Foto des kleinen Mädchens bewaffnet, trittst du auf den Gang hinaus und schließt das Zimmer ab. Du wendest dich bei der ersten Gabelung nach rechts und dann wieder nach links, richtig? Bemüht dich zu beeilen, stehst du plötzlich vor einer Sackgasse. Nachdem du ein paar andere Links-Rechts-Kombinationen ausprobiert hast, findest du endlich ein goldenes Schild an einer Wand, dessen Gravur dir den Weg zu den Treppen weist. Während du die Treppen kreisförmig herabschreitest, wirfst du einen Blick auf die Rezeption im Erdgeschoss. Das mechanische, unheimliche Lächeln des Concierge strahlt dir radioaktiv entgegen. Ganz so, als hätte er nichts Besseres zu tun, als jeden deiner Schritte zu beobachten. Als du unten angekommen bist, gehst du nochmal mit dem Concierge sprechen, direkt zum Ausgang. Na, wir werden mal nochmal mit dem Concierge sprechen. Zurück an der Rezeption hat sich nicht viel getan. Eine Stimme ertönt von jenseits der steifen Lippen des Concierges. Ich hoffe sehr, Sie sind mit Ihrem Zimmer zufrieden. Alles perfekt. Hier möchte ich sterben, Wellnessangebot buchen, den gefundenen Schlüssel abgeben. Ja, den gefundenen Schlüssel erstmal abgeben. Dein Sinn für Ordnung meldet sich. Du fischst den zweiten Schlüssel aus deiner Hosentasche und schiebst ihn über den Tresen. Den habe ich gefunden. Er lag auf dem Boden. Ist nicht meiner. Aufmerksam musstest du Mr. Gilman. Seine Fassade bröckelt endlich. Zumindest ein wenig. Sein rechter Mundwinkel zittert. Für eine Sekunde nur, dann hat er sich wieder gefangen. Wie überaus aufmerksam von Ihnen. Mit einer Bewegung, weitaus schneller als du den alten Mann zugetraut hättest, lässt er den Schlüssel vom Tresen verschwinden. Wortlos lächelt er dich an. Nichts wie raus hier, Wellnessangebot buchen, das verlassene Zimmer erwähnen. Ja, da sag ich doch mal, wir haben ja das wunderbare Wellnessangebot. Das buchen wir doch. Dieses Wellnessangebot. Caligula, beendet der Concierge deinen Satz. Selbstredend, heute muss Ihr Glückstag sein. Das heutige Programm startet in... Er hebt demonstrativ seinen Arm, ohne dabei auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk zu blicken. 5 Minuten. Wollen Sie einen Platz reservieren? Reservieren? Du nimmst dir einen Moment und drehst dich um die eine Achse, um die Leere des Hotels auf dich wirken zu lassen. Unbedingt.
Großartig. Ich werde alles Nötige fahren lassen. Der Tourbus steht bereits draußen auf dem Parkplatz. Unser Wellness-Experte Ezekiel wartet nur auf Sie. Na sowas. Bin dabei. Wissen Sie, vergessen Sie es. Tja, da sage ich doch, bin dabei.